Hallo, mein Name ist Danny Ostermann, ich bin Angestellter der Mizu Vertriebs GmbH. Heute präsentiere ich euch den Mizu Brems- und Kupplungshebel, den wir in zwei Ausführungen anbieten. Das heißt einmal in Gold-Schwarz eloxiert, einmal in Schwarz eloxiert. Der Hebel bietet folgende Vorteile, und zwar ist er in der Griffweite frei einstellbar. Ihr habt 7 Positionen, über die ihr den Hebel einstellen könnt. Dadurch habt ihr natürlich Vorteile, wie wenn ihr zu lange, zu kurze Finger habt, könnt ihr den Hebel in eure Position bringen und dadurch habt ihr einfach mehr Fahrspaß. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, oder habt ihr die Möglichkeit, dass ihr mehr Sicherheit habt bei dem Fahrzeug. Falls euch das Fahrzeug umfallen sollte, klappt der Hebel nach oben hinweg, ihr stellt ihn wieder nach unten, dadurch ist eine Weiterfahrt garantiert. Wir werden den Hebel gleich probemontieren an der Suzuki GSR 57. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo, wir starten mit der Montage des Kupplungshebels an dem Fahrzeug Suzuki GSR 57. Die Montage wird durchgeführt von dem Hermann Güdemann. Wir starten nun mit der Montage. Bitte entnehmt zuerst diesen Schutzgummi, der original montiert ist. Dann würden wir euch empfehlen, die Vorspannung der Kupplungsleitungen zu lösen. Das heißt im Endeffekt, dass ihr das Konterrädchen aufdreht und die Verstellschraube hineindreht, dass ihr mehr Spiel auf der Kupplung habt und später den Zug besser entnehmen könnt. Des Weiteren müsst ihr ganz natürlich den Sicherungsbolzen, das heißt die Sicherungsschraube der originalen Befestigung, demontieren, entnehmen. Die ist unten mit einer Kontermutter natürlich gesichert, die ihr zuerst lösen müsst und dann über die obere Mutter herausschrauben könnt. So, und schon ist der Hebel gelöst. Schritt 1 bei der Montage auch die Öse der Seilzugverbindung, was die Kupplung auslöst, anbringen an den Mizu-Hebel. Dann die Originalverschraubung wieder ordnungsgemäß durchführen und auch fixieren. Was hier jetzt erstmal über die obere Schraube gemacht wird und danach über eine untere Mutter gekontert wird. Schritt 2 ist natürlich wieder die Kupplung auf eine Zugverbindung zu bringen. Das heißt wieder wie in der Serie einstellen, dass ihr ein minimales Spiel habt, aber die Kupplung nicht auf Spannung ist. Dann übernehmt ihr wieder diesen Gummi, der als Schutz dient, der original übernommen werden kann. Und im Schritt 3, das heißt der Endmontage, würde ich alle Bedienungseinheiten prüfen, sowie die Einstellungen und die Abklappfunktion des Mizu-Hebels. Haben wir euer Interesse geweckt? Besucht uns im Internet unter www.mizu.de. Dort könnt ihr gerne über unseren Online-Shop das Produkt bestellen oder wenn noch Fragen offen sind, gerne anrufen. Wir stehen euch gerne mit Antwort und Rede bereit. Danke.